Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Steel Division 2. Heute mit mir und Keks als Achsenmächte. Hallo Keks. Wow, hallo. Wusstest du übrigens, dass ich ein Esel bin? Ein Esel? Ja, nur der Esel nennt sich selbst zuerst. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal neu. Stimmt, ja, das sagt mein Vater auch immer, ja. Deswegen machen wir das nochmal neu. Natürlich alles hier uncut, live und in Farbe. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Steel Division 2 mit Keks und mir. Hallo! Heute bei den Achsenmächten. Keks, was spielen wir für Verbände? Ah, wir sind. Auf Iron-Seite haben wir einmal den Versicherungsverband 52 und bei mir die dritte Fallschirmjäger-Division. Sehr schön. Und unsere Gegner haben was? Die 26. sowjetische Gardostrelkovi. Und einmal die 16. schottische Infanteriedivision. Alles klar. Gut, dass du das noch weißt. Ich wusste es nicht mehr. Ich habe mir doch alles für die Fans. Ja, im Vorhinein muss ich uns einmal ein bisschen entschuldigen. Ich bin immer noch angeschlagen. Ich bin jetzt sehr lange krank gewesen, die ganze letzte Woche, und das ist immer noch nicht ganz weg. Vielleicht merkt man es an meiner Stimme. Bei Keks ist es so, der niest jetzt ab und zu ein bisschen, habe ich mir damit bekommen. Das liegt an dem vielen Koks, das der nimmt. Aber ansonsten geht es uns gut und wir werden die Sowjets natürlich jetzt schlagen. Easy win, übrigens. So ist es. Wollen wir doch mal unseren ehrenwerten... Iron, ich habe ein Problem. Ja. Weißt du, wie man es wegkriegt? Ich habe links jetzt die gesamte Zeit so ein Anzeigefenster mit dem... Ah, danke. Bitte. So, bist du denn ready? Nee, ich muss noch die letzten paar Dinge machen. Da hat man es gerade gehört. Uiuiui. Naja. Nix geht auch nicht besser. Nee. Ja, was ist der Plan? Wir halten erstmal die Frontlinie. Dieses Dorf hier zu sichern will ich schaffen. Diesen Wald hier, diesen Hain, kann man eigentlich sagen, weil es ist ja kein richtiger Wald. Und hier diese Straße mit diesem Gebüsch. Ja. Diese Böschung hier. Genau, dazu habe ich Kriegsmarine Flak-Truppen, Panzervernichtungstruppen und lettische Sniper. Die hattest du dabei, die sind, glaube ich, extrem gut, weil die nur zwei Mann haben oder so. Das sind meine Scouts, ja, die tausche ich später gegen die anderen und kann sie dann als Sniper benutzen. So. Ich bin gleich fertig. Die Sturmpioniere hier noch ausladen. Fallschirmjäger. Schauen wir mal, wie das wird hier heute. Ich bin ja... Die haben wieder halt die dicke Artillerie, ne? Das stört mich jetzt schon wieder. Aber die haben nicht so viel. Also die haben viele kleine Geschütze, aber von den großen können die maximal, also kein Blitzkrieg zumindest, nur maximal 4 in Phase 2. Ja, das wird trotzdem ekelhaft. Das wird ein Artilleriemassaker und ich kann erst in Phase C richtig rauskommen. Ja, ich habe halt kaum Artillerie. Ich habe halt den Artillerie habe ich tonweise. Also Artillerie habe ich wirklich sehr viel. Ich habe nur ein bisschen was in Phase B, 6 Geschütze mit. Und dann halt 6-mal Fahrzeuge an Offmap. Aber da fallen auch dicke Offmap. Okay. Also 380 mm habe ich als Offmap und 210 mm. Ja, wie ich es prophezeit habe. Es ist. Kann nur Hardcase sein. Ja, und da kommt auch der Bomber. Ja, gut. Warschau! Ohne Tritt, Marsch! Wollen Sie mitfahren? Also, das war ja mal wirklich überhaupt nicht schlimm. Gerne mehr. Erwarten Ihre Befehle. Nehmt die Beine in die Hand! Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
schießen. Bereiter, Hauptmann. Bam, Stuart, komm, komm. Guter, guter Schuss. Zweiter Zug, einsatzbereit. Verstanden. KV-1E. Aufklärungsflugzeug bereit. Pack zur Stelle. Aufklärungsflugzeug bereit. Indianer auf 3 Uhr. Nee, ich hab hier einen Sherman, das ist gar nicht gut. Siegpunkt erreicht, raus mit euch. Infanterie bereit. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Motor an, Abmarsch. Feindgesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Ruhe, Herr Hörn. Haben Sie schon mal überfliegen? Stehen bereit. Pack zusammen und dann los. Ich finde es sehr interessant, wie er meine Panzer beschießen kann. Ich muss aber sagen, was er ein. Alle Mann an Deck. Neue Befehle. Marschformation. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Einsatzbereit. Keine Vorkommnisse. 10 Grad nach oben. Feuer. Seid ihr so dumm? Jetzt huste ich die ganze Zeit. Was ist denn für eine Scheiße hier? Herr Kommandant. Zieh den Arsch ein, Hans! Unsere Marine haben sie gesagt. Das soll dein Vater sagen. Gib die Beine in die Hand! Fertig machen, Männer! Nimm alles unter Beschuss! Geschütz bereit, Herr Kommandant. Sieh gerade nach oben. Feuer! Ah, es hat mich erwischt! Ich mess. Fertig machen, Männer. Sanitäter! Gib die Beine in die Hand. Ah, es hat mich erwischt! Weil das macht irgendwie keinen Sinn. Er kann meine Einheiten sehen, aber ich kann seine nicht beschießen. Das wird ein Spaß, haben sie gesagt. Lass mich raus, ich bin nach Hause, lass mich gehen.
gelüftet. Verdammt! Es hat mich erwischt! Aber die hat nur AP-Granaten. Machen uns bereit, Herr Kommandant. Tja, ich kann auf der rechten Seite ehrlich gesagt die Front nicht mehr lange halten. Ja, in 2 Minuten sind wir in Phase B. Ich kann auch kaum was machen, also ich kann dir keine Flugzeuge schicken. Und Artillerie kann ich dir auch erst in Phase B helfen. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Phase B. Gegen wen spiele ich eigentlich? Blitzkrieg. Was sollen wir ohne Munition machen? Artillerie zu Diensten. Das hat gesessen. Sanitäter! Lass mich gehen! Ich will nach Hause! Lass mich gehen! Wie lautet Ihr Befehl, Hauptmann?
vernichtet. Wir haben Verlust erlitten. Beziehen neue Feuerstellung. Ja, du liest der Fehlschuss. Sauber gibt ihn klar. Heimat, so weit von hier. Heimat, ich grüße dich. Wir haben Ausfälle in unseren Reihen. Artillerie zu Diensten. Zur Stelle, Hauptmann. Wir haben Ausfälle in unseren Reihen. Dreh ich aber Bilder, was gegen Fort ist. Wir sind leer geschossen. Deckung! Wartet auf Feuerkoordinaten. Hier können wir nichts mehr ausrichten. Wir sind leer geschossen. Jawohl, Kommandant. Ohne uns wären sie blind. Sanitäter! Wir können nicht mehr! Aufklärer, zu Ihren Diensten! Nur eine Stellung! Was du vorher wollen wir? Der Schiff bleibt so stehen. Mugnis. Der ist hinüber. Hauptmann! Siegpunkt erreicht. Raus mit euch! Endlose Steppe, so weit das Auge reicht. Dafür bin ich zur Marine. Nach hinten ausweichen! Ja, rapport du. Wir gehen bis zum Äußersten, Kommandant. Einsatzbereit. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Geschütz einsatzbereit. Oh, bei mir kommt Off-Map. Arschbacken zusammen, Eier einklemmen und den Glauben im Blick. Hier ist die Zeige. Feindgesichtet, Gefechtsbereitschaft herstellen. Rick, jetzt musst du durchgehen. Ah, es hat mich erwischt. Verdammt, es hat mich erwischt. Rick, jetzt musst du durchgehen. Du hast kein Panzerknackflugzeug oder sowas? Nein, gibt's noch nicht. Ich könnte eine 8-8 oder eine Pack 40 rüberschieben, falls die. Nee. Hans! Jawohl, Kommandant.
schön, du schießt auch mit drauf, danke. Oder bist das du, ja, oder? Ja, das bin ich. Danke. Aber ich muss das Feuer wieder wegleiten. Ich brauche es selber. Lass mich raus, ich will nach Hause, lass mich gehen. Aber der kann gar nicht so viel in Phase, in anderen Phasen haben, wenn er jetzt so viel in Phase B hat. Feind setzt Artilleriesperrfeuer ein. Verstanden. Auf ja, meine Artillerieposition. Ja, bei mir setzt er auch die ganze Zeit Artillerie auf Map. Aber das ist gut, wenn er die in Phase B mit hat. Jetzt hat er in Phase C nicht mehr so viel. Verdammt, es hat mich erwischt. Was gibt's Leitstelle? Товарищ, не стреляй! Brecher ab, Ende! Ich höre. Wir können nicht mehr! Können wir mehr Flak aufstellen, das wäre mal eine Idee. Geschützt, einsatzbereit. Verdammter Mist, der Motor brennt! Bin auf Empfang. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Siegpunkt erreicht, kaufen euch. Wir können nicht mehr. Zieh den Arsch ein, Hans. Mehr Feuerkraft gefällig? Brecher ab, Ende. We surrender. Nach hinten ausweichen. Da ist der Feind. Macht euch kampfbereit. Ja, der Artillerie wird jetzt geschreddert. Meine? Meine. So. In Ordnung. Ich kann die Position rechts nicht halten. Wir können nicht mehr. Laukime įsakymų, kapitone. Zieh den Arsch ein, Hans. Lass mich raus. Ich bin soll ich dir irgendwas rüberschicken? Jetzt habe ich Flugzeuge. Was brauchst du? Alles. Alles an Fliegern, was entbehrlich ist. In Ordnung. Steht da viel Flak? Es geht. Hier ist Flak hinter dem Wald. Ja, bis dahin sollten die Maschinen eigentlich kommen. Noch ist die Luftwaffe nämlich nicht am Ende. Erster KW abgeschossen. Verdammt, es hat mich erwischt. Genau, die Sus und alles da rausholen. Sehr gut, er zieht sich zurück. Jetzt kommt mit dem Panzer vor. Nice.
Mit den Flugzeugen, wir können gleich zusammenarbeiten. Ich flieg vor, du sniperst dann die Flak. Meine Artillerie wird jetzt auch geschreddert. Gibt es Neuigkeiten? Also ich habe jetzt noch Napalmjäger und Jäger mit 500 Kilogramm. Was ist dir lieber? Vorsicht, da kommen feindliche Maschinen. Jagdmaschinen. Gut, ich verschwinde von hier. Das sind die Streubomben gegen meinen Panther. Soll ich dir die KWs da auf der Straße abschießen oder lieber auf die Flak? Oder lieber auf die Flak konzentrieren? Dann geh lieber auf die Flak. Aber wir können das zusammen machen. Lass mich mit dem Panther vor. Ja, ich werd halt hart mit Artillerie auseinandergelötet, aber. Och Mann, den Brain hättest du da abschießen können. Hättest du ihn mal für seine Unaufmerksamkeit auf Straße. Notfall, Hilfe! Wie gesagt, jetzt sind meine Jagdflieger auch wieder ready. Also meine Panzerjäger. Dicke Luft hier oben. Ich sehe halt noch nichts. Ich sehe halt nur die KW-Panzer. Guck dir an, wie viel Infanterie da hockt. Ich könnte mir gleich eine Offmap kaufen und das da reinholzen, wenn dir das lieb ist. Ne, ich hab eine richtige Artillerie gemacht, das. Weil auf meiner Front sieht's gerade relativ stabil aus. Da konnte ich Blitzkrieg komplett rauspushen aus der Stadt. Verdammt, es hat mich erwischt! Fertig machen, Männer! Jawohl! Kehrt! Höre sie klar und deutlich! So, du sagst, brauch keine Offmap, kriegst das so hin. Brauch jetzt keine Offmap, nein. Taxi, dort müssen wir hin. Von hier aus hat man eine tolle Aussicht. Such den mal weg zu snipen. Ob stürmt oder schneit. Sanitäter! Wollen Sie mitfahren? Braucht jemand Munition? Abbrechen. 6 Schuss. Ende. Lass mich raus. Ich bin nach Hause. Lass mich gehen. Noch ein Treffer und es ist aus. Flak bereit. Wahrer Gefechtsgeschwindigkeit. Marschbereitschaft hergestellt. Jawohl, Herr Kommandant. Kommt wieder, soll ich die unter Beschuss nehmen? Die schieße ich ab. Panzer vorwärts! Marsch! Verstanden! Aufspüren und vernichten! Zieh den Arsch ein, Hans! Da ist zu viel Flak, als dass wir da einfach wild rein können. Aber das kriegen wir hin. Die Panther machen das jetzt. Befehle, Kommandant? Ja, wie gesagt, die Infanterie. Aufspüren und vernichten! Ich höre. Sanitäter! Ja, Blitzkrieg beschießt mich mit Artillerie, soll man machen. Wir können nicht mehr! Ich glaube, Sie die Befehle, Hauptmann. Ah, es hat mich erwischt. Verdammt, es hat mich erwischt. Soll der nur mal machen. Versorgung kann eingeleitet werden. Lass mich raus. Ich will nach Hause. Lass mich gehen. Posteroscher Pulte. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Nehmt die Beine in die Hand. Zur Stelle, Kommandant! Sanitäter! Wir stehen unter starkem Beschuss! Die Gruppe erwartet Ihre Befehle. Wir wurden getroffen!
Und die Kirche hat er noch zerstört, Nebelt der mich gerade ein? Ich werde so von Artillerie zertrümmert. Ja, ich auch. Gut. Taxi bereit. Anhalten. Zieh den Arsch ein, Hans. Voll los. Ja, Kommandant. Zur Stelle, Hauptmann. Wie gesagt, ich kann, wenn du mit der Infanterie hier einmal reinhauen willst, weil meine Flugzeuge kann ich nicht schicken, einmal 340 mm Offmap reinschicken und wenn die geschockt sind, kannst du die alle einsammeln. Weil ja, waren ja 6-7. Theoretisch ja, praktisch nein. Warum nicht? Weil das meiner Meinung nach keinen Sinn macht, in ein Gebiet das Ding reinzusetzen, wo ich nicht weiß, was da ist. Also hole ich mir jetzt mal einen Aufklärer ran. Hört sich mal nach einer Idee an. Und pass auf, mit dem Kübel hier ist nicht überall Gegner, ne? Ich setz den auch nur hinten. Ich stell den hier zu deiner Infanterie. So, dass ich gerade in Reichweite bin. Weil ich würde hier gern, weil die ISOs und so und die KWs sind hier eigentlich freier Snack. Das einzige, was die hier beschützt, ist das hier. Beine in die Hand! Wir sind hier ein leichtes Ziel! Wollen Sie mitfahren? Ein Abschussring mehr! Mehr Feuerkraft gefällig? Hier fliegt bald alles in die Luft! Wie wäre es mit Trommelfeuer? Pass auf, die kämpfen gegen eine ISO, da wäre... Die Schnurte euer Mephister okay. Muniz hier vorne! Wir wurden getroffen! Zurück! Und zwar langsam. Ja, okay, hast du sie weggemacht. Vorsicht, schieß mit Katjuscha auf dich. Ich höre. Okay. Einsatzbereit. Ich hab aber Bildung aus dem Kurs. Ah, es hat mich erwischt. Verdammt, es hat mich erwischt. Ich krieg's den Kübel. Ja, ich fahr ihn schon weg. Ich hab's gerade auch gemerkt. Absitzen sofort. Zug ist einsatzbereit. Sanitäter! Ziel vernichtet. Ah, komm. Jax, eine ganze Menge. Gute Arbeit, Lichtschütze. Jagdmaschinen habe ich nicht viele. Ich kann ja aber Flak aufstellen, falls du die brauchst. Das wäre schon ziemlich nice. Sag einfach Bescheid, ich habe die Punkte gerade. Hä, hat er nicht abgeworfen? Nein, 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 die waren alle geschockt. Gut, der hat mir Befragung gemacht, seinen Job. Es war ein Möbelwagen, den du da hattest. Ja, bloß die zwei im Wald.
Soll ich jetzt Off-Map draufsetzen? Ja, bitte. Halt da mal drauf, so dass der Wald aber auch mit drauf ist. Der Wald? Der da. Ach, der. Ey, ich hab nur einen ganz kleinen Radius. Der 380 mm Artillerie. Kann hier nur einen der beiden Bereiche. Schieß Notfeuer. Okay. Bin ich, okay, warte, dann beschieße ich den. Anders geht's nicht. Ja, ich wäre halt mit Artillerie weggekommen, aber Bodengewinne machen die geil. Hero 2, Feind gesichtet. Bereit für den Transport. An dieser Position müssen wir raus. Hier kommen Panzer. Ja. Herr Kommandant? Aber nur alte obsolete T-34. Auf der Jagd. Warten auf Luft- oder Bodenziele. Was ich, der beschießt deine Panther und deine Infanterie. Jawohl, Herr Kommandant. Weil der hatte nur zwei Raketen geladen. Fahrer Gefechtsgeschwindigkeit. MG einsatzbereit. Hier fliegt bald alles in die Luft. Marschbereitschaft hergestellt. Kamerad, jetzt heißt es wieder ran. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Panzer, halt! Ein Flammenmeer! Ich hab die ganze Stadt jetzt mit Napalm eingedeckt. Gut, sehr schön. Aber Iron ist da richtig cool aus. Der Flieger hat so einen Bogen geflogen und dadurch, dass der so geflogen ist, hatten die Bomben mehr Streuung. Also wenn du was riskieren willst mit Artillerie, ja? Mit Flugzeugen. Ich hätte jetzt die Möglichkeit für dich, drei Aufklärungsflieger vorzuschicken, um die Flak zu spotten und dann selber Bombenangriffe zu fliegen. Ja. Wollen wir das machen? Ja, können wir machen. Wähl die Henschel aus. Ja, ausgewählt. Und flieg nach rechts und Kartenrand. Los. Feind gesichtet. Seid auf der Hut. Bodenstelle. Was steht auf dem Plan? Hier muss Partei hier. Und jetzt holen wir uns die Flak. Verstanden. 360. Du gehst auf die Flak-Fahrzeuge. Da sind sie. Ja, richtig. Ich suche mir die anderen Ziele raus. Nennen Sie mal einfach das Ziel. Flakfahrzeug konnte ich abschießen. Okay, ich habe beide Flakfahrzeuge abschießen können. Sehr gut. Haben jetzt keine Flak mehr über den Da Gebiet. Ist noch eine Armada in dem Wald. Da schieße ich jetzt rein. Ich hab's erwischt! Versorger bereit! Auf geht's! Bei Sichtkontakt, Feuer nach eigenem Ermessen! Gibt es dort Frauen und Wein? Guck mal, Iron. Nur mal ganz kurz, ist sehr interessant. Guck mal, was das für ein kleiner Streifen ist. Und vorhin hat er die gesamte Stadt hier eingedeckt. Das ist schon interessant, was der Flugwinkel für einen Unterschied macht und dass das hier einprogrammiert ist. Geil. Nie aufgefallen. Versuch mal, die Flak ein bisschen mit nach vorne zu ziehen. Genau deswegen. Jax. Ja. Eine Jagdmaschine habe ich nicht, ich habe nur massig Bomber mit. Wenn dann zieht die Panther zurück, dann können die in mein Flakschild. Was sind Ihre Befehle? Wir brauchen mehr Munition! Rot 6, kampfbereit. Verdammt, ich wurde nicht mehr getroffen!
Ich auf seinen Infanterie-Blob. Seinen Infanterie-Blob schicke ich hier mal Napalm. weil sonst verlieren wir den Wald. Kann sein, dass ich deine Truppen damit vielleicht ein bisschen streife, aber... Oh, ich konnte seine Aufnahme ausschalten. Sehr schöne Bombe. Erwarte Ihre Befehle. Jawohl, Hauptmann. Bandgesichtet, Gefechtsbereich auf der Stelle. Wir brauchen hier. Ja, jetzt tickt's auch massiv für uns. Um Gottes Willen. Vorsicht, hier ist eine Pack. Warte, ich versuch die mal wegzubombardieren. Pitzmann hat's erwischt. Könnte es kaum erwarten. Vorsicht, da sind überall Achillespanzer. Ja, ja. Wir stehen unter starkem Beschuss. Nicht so einfach. Was sind Ihre Befehle? Ja, ich sag's nur, damit du nicht irgendwo reinfährst. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Ohne uns wären Sie blind. Nee, hab keine Sicht mehr. Ich hole die Dings. Nein, Scheiße, das hast du zurückgezogen. Ich hol grad die Dings ran. Dann Ivec die auch. Dann müssen die nur auftanken, dann sind die in 20 Sekunden. Schick mal eine Bombe. Aber dass dir eine Flak so viel Damage macht, ist schon heftig. Okay, warte, ich hab noch welche auf Lager. Wir können die Flak vielleicht ausschalten. 360, Ende. Notfall, Hilfe! Was gibt's, Leitstelle? Hier ist die Seite. Dicke Luft hier oben. Ich flieg näher ran mit dem Aufklärer. Okay, ich konnte die eine offene von ihm ausschalten. Wollen Sie mitfahren? Hier muss man warten. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Was gibt's, Leitstelle? Ich schicke wieder Aufklärer. Da kommt auf dem Fahrzeug für deine Angels. Okay. Oh, da kommen auch. Ja, ja. Das sind deine Jagd, die er immer schickt. Aber da sind die Möbelwagen und die Flak. Die kommen nicht durch. Zurück mit dem Aufklärer. Er hat seinen kleinen Push da jetzt auch aufgehalten. Ich liebe den Geruch von Feuer am Morgen. Notfall, Hilfe! Geht doch. Höre Sie klar und deutlich. Hier noch irgendwo in der Stadt muss irgendwas sein. Ein bisschen Infanterie, aber kann nicht mehr viel sein. Hol ich mir mit falsch hingegangen. Brauchst du noch Flak? Ja, rechts, ganz rechts. Die Beine in die Hand. Schick dir nochmal 288er hin. Wir können nicht mehr. Feuer bereit. Weil, wie gesagt, an meine Front brauche ich nichts hinschicken. Das ist halt Blitzkrieg, ne? Der wird nicht angreifen. Ja, der sitzt. Ist da viel Flak links? Viel war es, glaube ich, nicht. Ein bisschen was. Also ich habe da ein Geschütz gesehen. Das gehen wir jetzt nicht.
Rechts wissen wir ja, was ist. Ja, ja, genau, rechts. Warte, ich napalm da nochmal seine Truppen. Das war's auch wieder mit seinem Push. Alter, guck mal, wie viele Panzer da stehen. Wie viele Achilles-Jagdpanzer. Hier in dem Wald steht viel. Die rücken vor. Jetzt hol ich mir die Artillerie da hinten. Solltest du den Wald jetzt hier eigentlich easy erobern sollen? Ja, ich will ihn aber nicht. Genau, flaggt rechts, kannst du ein bisschen mehr verteilen. Die 8-8er, die sind ein bisschen dicht beieinander. Ja, ja, die fährt noch. Die ist doch immer noch in ihrem Laster. Case hat sich ergeben. Die haben nichts mehr. Ja, die haben nichts mehr. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Stufe Spaß. 10. Und ja, siehst du, haben wir doch noch gedreht. War ganz nice. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis dann.